Frau Bendra, 13:43 im Semifinale ist nicht ganz das, was Sie heuer schon gezeigt haben. Was ist passiert? Ja, ich weiß eigentlich jetzt gerade gar nicht, was passiert ist. Es war einfach kein guter Lauf. Von vornherein schon irgendwie war ich nicht, wahrscheinlich nicht 100% da, ich weiß nicht. Und dann bin ich halt ins Straucheln gekommen und sobald ich halt an die Hürden hängen bleibe, verliere ich viel Geschwindigkeit und dann ist es hinten raus einfach eine Katastrophe. Und genau so hat es sich auch gefühlt. Also ich habe schon gemerkt, ich wollte dann wieder aufholen und an die anderen hier rennen und in dem Moment bin ich wieder in die Hürderei. Also, ja. Was geht in so einem Moment während des Laufes dann im Kopf vor? Ja, kann ich nochmal von vorne anfangen. Ich habe gewusst, schon vor der ersten Hürde, das war, also ich habe es gespürt, also es ist eigentlich besser gekommen, aber dann muss man halt weiterrennen und ja, das hilft halt dann nicht. Ich habe dann halt zu viele Fehler gemacht und ich merke, wenn ich halt am Anfang dann zu Geschwindigkeit verliere, dann ist es mit meiner Größe unmöglich, hinten raus weiter zum Rennen. Also ich hätte einfach mehr draufbleiben müssen und das war irgendwie halt nicht drinnen. Dankeschön.